Und da ist wieder ein Huhn. Na, kommst du her? So, und das Hühnerfleisch, das esse ich gleich mal. Ach, wir haben ja noch Brot und das noch. Ach, jetzt ist wieder fertig. Gut. Ich würde mal sagen, da bauen wir an dem Haus weiter. Cobblestones haben wir, na gut, haben wir eigentlich gar nicht mehr so viele. Müsste ich mal weiter sammeln. Oder ich baue einfach mal hier welche ab, aber mit der einen Spitzhacke kommen wir dann gar nicht weit. Ich gehe erstmal zur Crafting Box, die wir uns ja hier gebaut haben in dem Haus. Hier. So, drei Bretter, das ist ja wieder super. Kriegt man wieder ganz viele Spitzhacken hin. Und da begeben wir uns wieder in die Unterwelt. Na gut, das wäre ja eigentlich die Hölle. Stimmt jetzt nicht so. Ich mache jetzt ja einfach mal alles weg. Das ist ja immer eine Höhle. Da geht es ja jetzt nicht um Schönheit oder sowas. Ich wollte hier aber eigentlich auch mal Musik hören. So, da gehe ich gleich mal ins Game-Menü und gucke, ob wir mal ein bisschen was zu hören kriegen hier. Damit wir einfach mal uns entspannen können. Nee. Na gut, doch. So. So, jetzt haben wir schon, naja, ist auch nicht so viel. So, dann gehe ich jetzt einfach mal auf Pause. Ich will nämlich mal hier ein bisschen lauter stellen. So, 7. Jetzt darf man wieder was hören. Hab mich nämlich schon gewundert, warum wir nicht hören die ganze Zeit. Na, jetzt geht's wieder. War vielleicht auch mal ganz schön, das Geräusch mal nicht zu hören, aber irgendwann vermisst man es ja dann doch. Und da ist auch ein Feuerstein, da können wir uns jetzt Pfeile bald basteln. Das hatte ich sowieso schon mal vor. Dann würde ich sagen, wir machen den ganzen Kies hier schon mal weg. Natürlich braucht man dazu eine Schaufel. Die mache ich jetzt gleich mal. Und keine Stöcker mehr, das ist ja wieder super. Müssen wir uns wieder Bäume schlagen und die Axt, naja, gleich eine neue Axt dann machen. So, und jetzt noch den Kürbis. Und jetzt ist er wirklich kaputt. Mache ich auch gleich mal eine neue Axt. Sowas braucht man ja immer. Könnte man eigentlich auch mal eine aus Eisen machen. Das hole ich mir dann gleich. So, noch eine Schaufel. Und die Axt mache ich aus Eisen.
funktioniert doch nicht. So. Die sind nämlich besser, die bauen auch schneller ab. Und drei Eisen kann man ruhig mal dafür hinhalten. Und ja. Das Brot könnten wir noch hier lassen, das brauche ich erstmal nicht. Den Feuerstein, den nehme ich mal mit, das Spinnenauge, Samen, Schweinefleisch, den Sattel, den könnten wir mal austesten. Die tue ich mal hier hin. Die Schafe brauchen wir doch hier unten. So, das war hier. Und ich habe mir in einer anderen Let's Play Welt, die ich gemacht habe, so eine riesige Halle gegraben, wo auch solche Treppen sind. Die haben mich gerade daran erinnert und da sind auch Pilze gewachsen. Das könnten wir hier theoretisch auch machen, dass wir uns immer mal eine Pilzsuppe machen, weil die bringen auch viele Hungerpunkte. Deswegen, unser Schmetterkorb ist gewachsen, es geht ja hier flott. Ah, ganz schön. Ist natürlich jetzt eigentlich so spannend, aber immerhin haben wir jetzt schon 6 Feuersteine. Da können wir dann endlich mal Creeper und so aus der Ferne erledigen. So, und das war's auch schon mit dem Kies. So, Erde könnten wir uns auch noch holen, sind wir gut zum Bauen. Wenn zum Beispiel Creeper kommt, sich hochbauen dann. Oder beim Enderman, das ist auch gut. So, 264 Stacks und noch ein bisschen. Ist erstmal nicht so viel, aber es geht. So. Ich mache hier mal den Kies wieder hin. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich baue mich mal hoch mit Erde. Wenn wir den dann nämlich wieder abbauen, dann können wir mehr Feuersteine kriegen. Eventuell, das mache ich jetzt auch mal gleich. Da ist schon wieder einer rausgehüpft. Zwei sogar. Und das ist eben auch, wenn man Kies hat, dann kann man sich auch Feuersteine machen. So, sehr lange werden wir das aber nicht machen, weil es ja doch irgendwann auch langweilig wird. So, jetzt haben wir wieder 3 Feuersteine. Die hätte ich eigentlich mal lassen können. Ich mache mir mal so eine Treppe. Und ich sehe schon wieder, es wird Nacht. Und da müssten auch bald die ersten Zombies und Skelette kommen. Jetzt haben wir 16 Feuersteine, das reicht erstmal. Das könnt ihr eigentlich mal lassen, dieses Ding. Können wir vielleicht öfter nochmal gebrauchen. Und ja, könnte man eigentlich mal wieder rausgehen zu den Monstern. Oder ich mache mir erstmal einen Bogen. Den muss ich aber in der Hütte machen, weil wir hier noch keine Seite dabei haben oder keinen Faden. Ah, vorher mache ich mal die Zombies tot. Die Untoten werden jetzt tot. So. Und
Jetzt sind wir schon wieder Level 16 und können nicht rennen. So, schnell mal mit unserer neuen Axt Kürbis abbauen. Es geht viel, viel schneller. Was war das? Ein Skelett. Da ist es. Komm. Ich glaube, wir gehen jetzt doch mal lieber ins Haus und sterben hier noch. Das wollte ich eigentlich nicht. So, essen wir erstmal was Feines zum Abendbrot. Wir könnten dieses Schweinefleisch jetzt auch braten oder das Rindfleisch. Aber das verbraucht so viel Kohle, deswegen mache ich das immer nicht. So, dann hätten wir hier Knochen. Machen wir gleich mal zu Knochenmehl. Haben wir wieder 12 Stück und 2 Setzlinge. Gut, dann die Kies da oben. So, was wollte ich? Ach so, ich wollte einen Bogen bauen. Das mache ich immer falsch. Aber es geht so hier. Mittlerweile weiß ich dann doch, wie das geht. Hier macht man noch ein paar Fackeln draus. Damit der Stock da nicht alleine versauert. So, jetzt könnte man eigentlich schon anfangen, wenn wir schon Pfeile hätten. Pfeile mache ich auch mal ganz kurz. So, da brauche ich aber erst die Federn da oben. So, 16 mache ich auch, naja. So, 32, das reicht erstmal. Eigentlich könnten wir jetzt noch, damit wir 64 haben. So, 64 und ja. Die Spitzhacke, die nervt auch. Die müssen wir mal durchkriegen. Naja, bald wird es uns gelingen. Jetzt habe ich den Bogen gar nicht hier. Hier sind wir noch gar nicht dazu gekommen, fertig abzubauen. Können wir den auch gleich mal austesten? Ah. Drüber. Na, gehst du nicht weg, bleibst stehen. Jetzt. Müsste ich eigentlich eine Errungenschaft erzielt haben, und zwar, ich weiß nicht, wie die heißt, aber da muss man Skelett aus 50 Meter töten. Und die Spinne mit dem Bogen zu töten, ist natürlich auch ganz schlau. So. Jetzt habe ich 2 angefangene Schwerter. Das liebe ich auch immer. So. Vielleicht klappt es ja jetzt mit unserer Errungenschaft. Nee, es hat wieder nicht geklappt. Oh, und da ist wieder ein Creeper. Den könnte man eigentlich auch mal gleich mit dem Bogen erlegen. Aber zuerst machen wir mal den Zombie. Der ist mir einfach wichtiger. Na komm. Na komm, bleib doch mal stehen. Ich wollte meine Pfeile eigentlich nicht wegen dem Zombie hier verbrauchen.
Und er setzt auch das Klavier wieder ein. Der Creeper ist weg. Ne, da ist er noch. Na komm, bleib doch mal stehen. Bleib stehen. Jetzt ist er tot.